Sussul! Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir bauen heute wieder eine Runde weiter. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Okay, also zu dem Teppich. Lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, es war einer dagegen und es waren zwei Stimmen dafür. Also es kamen nicht viele Meinungen zum Teppich, aber ich glaube, es war tatsächlich einer mehr dafür. Deswegen bleibt der Teppich jetzt da. Und hier hinten kam die Idee, die ich übrigens sehr cool finde, weil die Aussicht ist hier hinten übrigens ist hier hinten einfach nur top. Dafür brauche ich aber ein Fenster mehr, damit das wirkt, dass ich hier hinten noch so ein Sofa hinstelle, dass die Sims auch rausschauen können. Muss ich mal gerade gucken. Das habe ich jetzt natürlich. Ist ein bisschen blöde. So, hier müsste das dann hin. Finde ich super die Idee. Ich habe mich entschlossen, eine Mischung aus beidem zu machen. Die einen haben geschrieben, macht doch da hinten eine Galerie hin, dass man weiß, wohin mit selbstgemalten Bildern. Die anderen haben gesagt, macht doch da ein Sofa hin. Dann können die Sims ganz gemütlich rausschauen. Und mir hat beides sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank dann nochmal für eure Ideen. Und stellen wir das hier hin. Wie sieht denn das aus da vor der Wand? Oh. Was haben wir hier vorne für ein Sofa? Vielleicht sollte ich dabei bleiben. Oder? Oder machen wir hier so ein Koop-Ding hin? Ich mag ja so Rattanmöbel, muss ich ja sagen. Da bin ich ja echt so ein Fan von. Dann stellen wir hier einfach das hin. So, also ich habe mich entschlossen, eine Mischung aus beidem zu machen. Sowohl eine Galerie. Das heißt, hier, das wird frei bleiben, die Wand. Aber eben auch so ein Sofa noch hinzustellen, dass man auch sich hinhocken kann und noch rausgucken kann. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Mischung aus beidem. Also vielen Dank euch für die Ideen. Mir haben sie sehr gut gefallen. Dann würde ich hier auch noch einen Tisch hinstellen. Machen wir hier hinten vielleicht auch noch einen hin. Man weiß ja nie, wofür man das gebrauchen kann. Vor allen Dingen, wenn ich auch noch eine Werkbank mache, dann brauchen wir auch irgendwas, wo wir das unterbringen können. Okay, zugegeben, das wird da auch recht eng drauf, weil ich wollte hier eigentlich auch noch irgendwo eine Pflanze hinstellen. Die finde ich ja immer so toll. Die finde ich auch super. Fragt mich bitte nicht, warum ich immer bei den Sachen hängen bleibe. Das ist so schön zu dem Sofa. Warum ich immer bei den Sachen hängen bleibe, die runtergeladen sind. Ich weiß es selber nicht. Okay. Also das würde ich jetzt hier hinten so lösen. Also aufgrund eurer Ideen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Jetzt muss ich nur noch schauen. Ich brauche natürlich auch noch ein Bücherregal. Weil wir haben natürlich aktuell das hier. Aber wir haben noch kein richtiges Bücherregal. Und ich dachte mir, dafür ist doch hier hinten die Wand ganz gut geeignet. Also schauen wir mal bei Lagerung. Regale. Und so ein richtig großes Ding. Sowas in der Richtung. Das ist mir vielleicht zu rustikal. Das hier wäre auch eine Idee. Das mag ich auch immer wieder gerne. Das ist auch zu groß für meinen Geschmack und für das, was ich hier vorhabe. Weiß ich nicht. Finde ich, passt da nicht unbedingt hin. Das hier ist auch eher weniger. Also am meisten. Das hier wäre natürlich auch. Das hier wäre auch eine Idee. Das ist nicht so riesig. Aber nicht so. Das hier ist eher Kinderzimmer-like. Machen wir das vielleicht so. Das ist, glaube ich, besser. Also ein Riesending dahin zu stellen. Weil ansonsten wirkt es so. Ja. Es nimmt halt so viel Platz weg. So, haben wir hier vorne vielleicht noch. Today is a good day, haben wir vorne schon hängen. Es wäre cool, wenn ich dazu noch eins finden würde. Ja, hängen wir die ja mal hin. Hier könnten wir auch noch ein paar Fotos hinmachen. Ich würde hier aber auch noch ein paar Lampen hinpacken. An die Treppe. Und zwar Wandlampen. Und dann. Wo sind sie denn? Diese runden Dinger hier, die finde ich. Was ist das hier? Ach, das sind die. Das hatte ich gerade nicht richtig erkannt. Oder die hier. Sieht vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen stylischer aus. Glaube ich fast.
So, auf die Seite hier auch nochmal. Also einmal hier hin. Und einmal dahin. Und das heißt, dass ich das hier eins nach da rücken muss. Ja, so finde ich es besser. So, jetzt haben wir auch die Treppe schön beleuchtet. Jetzt fällt da keiner mehr auf die Nase, wenn er morgens im Dunkeln da runter muss. Und dann können wir tatsächlich auch hier vorne zum Beispiel noch eine Pflanze hinstellen. Zum Beispiel die hier. Die hier ist zu ausladend. Die kriegen wir hier nicht unter, leider. Dann muss ich jetzt die hier nehmen und dann so. Mir gefällt es so gut. Ich bin happy mit dem Wohnzimmer. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Und womit machen wir jetzt weiter? Vielleicht mit dem Keller. Ich überlege nur noch aktuell, wie ich das mache. Ich glaube, ich mache hier... Tja, was glaube ich denn, was ich hier mache? Das hier ist einfach dann nur so ein Loch im Boden, wo es weiter runter geht, oder? Kann das sein? Oder sind das die Wände, die ich da sehe? Oh nein. Was haltet ihr denn von Holz im Keller? Eher so ein bisschen rustikale. Der Keller ist eigentlich viel zu riesig. Aber in den Keller könnte man natürlich dann auch eine schöne Sauna packen. Ich meine, warum nicht? Sauna finde ich gut. Wie groß ist so eine Sauna nochmal? Die war doch bei Aktivitäten, oder nicht? Hier war sie dabei, genau. Das heißt, wenn wir hier die Sauna reinpacken, muss das... Das ist 4 breit. Das heißt, ich mache davor 1, 2, 3, 4, 5. Ich mag das nicht, wenn das hier wirklich nur so... Passt die da jetzt rein oder habe ich es jetzt eins zu schmal gemacht? Nee, die passt rein. Oh, sehr gut. Wunderbar. Gut, dann... Hoppala, können wir jetzt hier direkt weitermachen mit der Sauna? Brauchen wir natürlich auch Lampen drin. Beleuchtung, was nehmen wir denn da? Ich bin ja persönlich immer ein sehr großer Fan von den Lampen hier in der Sauna. Das finde ich einfach nur so genialst. Die können wir dann schön gespiegelt. Warte mal, dann brauchen wir... Ich finde das mit dem Holz, komm, wir machen hier so eine richtig schöne Holzsauna draus. Da drauf und eins hoch. Und hier hinten auch auf der Kante und eins hoch. So, schön. Obwohl, das passt hier vielleicht... Vielleicht hänge ich es genau da drüber. Ansonsten ist irgendwie so ein bisschen die Symmetrie für den Allerwertesten. Okay, Deko. Brauche ich, definitiv. Sowas. Und wo seht ihr die Dinger zum an die Wand hängen? Die hier. Die sind so genial. Ich finde die so super. Die hängen wir zumindest mal... Nee, da vertrocknen sie. Die hängen wir jeweils hier eins an die Wand. Dann hängen wir lieber hier hinten. Hängen wir noch so eine Wellnesslampe auf, von der ich ja eigentlich eher finde, dass sie... Ich finde, die ist mehr Deko, als dass sie Beleuchtung ist. Aber könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich finde einfach irgendwie, dass sie mehr regelrecht Deko-Objekt ist. Die Frage ist nur, nehmen wir das hier oder nehmen wir das hier? Das Große hat natürlich auch Stil, muss ich ja schon sagen. Das ist schon... Komm, machen wir doch so, oder? Hier ist alles hell drin. Das heißt, wir können uns eigentlich... Das bisschen Dunkle können wir uns erlauben. So, machen wir jetzt einen Holzboden rein. Oh, das ist schön. Ist auch wieder runtergeladen. Von Praline Sims. Wood 5 heißt das Teil. Oh, der ist göttlich. Den hätte man im Endeffekt auch draußen nehmen können hier. Dann habe ich den dann runtergeladen. Der ist mir noch nie aufgefallen. Der ist ja richtig herrlich. Für draußen ist der schön. Hier im Wohnzimmer zum Beispiel wäre er mir jetzt zu rustikal bei der Einrichtung. Aber schön. Schön, schön, schön. Also auf jeden Fall perfekt für unsere Sauna hier. So viel steht fest.
Tür, was nehmen wir für eine Tür? Ich finde, das ist die einzig wahre Saunatür irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich finde irgendwie, da muss so eine Tür rein. Frag mich nicht, wieso, weshalb, warum. Wer, wie, was? So, wir haben hier doch auch noch diese Schließfächer. Wo sind die nochmal bei? Sind die dann auch bei Aktivitäten und Fähigkeiten? Ich weiß nicht mehr, wo die bei sind. Da schon mal nicht. Waren die nicht. Aber bei Lagerung habe ich es jetzt auch gerade nicht gesehen. So diese richtigen Spinde. Hä? Jetzt finde ich das schon wieder nicht. Oh nein! Ich war wieder. Oberflächen? Nee, auch nicht, oder? Ja, genau, Apparate, ja, hier bin ich richtig. Ich weiß nicht mehr, wo die Dinger sind. Ach, komm schon, helf mir auf die Sprünge. Ich habe es jetzt bei Aktivitäten und Fähigkeiten tatsächlich nicht gefunden. Aber auch hier bei Lagerung habe ich es nicht gefunden. Doch, da ist es. Und dann nehmen wir das hier in schwarz. Dann ergänzt sich das wieder gut damit. So, jetzt haben wir diesen Kleiderschrank hier, diesen Spind. Und hier, was machen wir? Ein Kaktus. Nee, da hängen wir noch was an die Wand. Da hängen wir noch einen Bademantel hin. So. Den mache ich jetzt aber wieder schlicht weiß. So. Baba, damit haben wir auch eine Sauna. Du. Schau ich nur mal. Wie mache ich jetzt hier die restliche Einteilung? Also eine Sauna haben wir. Fitnessraum. Damit wir auch ein bisschen mehr Platz haben. Man weiß ja nie, wofür man den vielleicht noch braucht. Hier vielleicht noch ein weiteres Badezimmer. Nein, jetzt habe ich die... Ich wollte nicht die Treppe löschen. So geht das noch. Ja, guck mal, hier unten kriege ich dann doch auch noch eine Dusche unter. Und dann kann man hier vielleicht wirklich so alles so hobbyraummäßig machen. Ich überlege nur gerade, ob ich hier ein Geländer hinmache. Hier habe ich keins an die Treppe gemacht. Aber die ist mir vielleicht zu hoch, um da, also dass ich da kein Geländer dran machen könnte. Was haben wir denn hier oben für ein... Das ist es nicht. Jetzt fängt das wieder an. Jetzt fängt wieder dieses ewig lange Gesuche nach dem richtigen Geländer an. Das ist es auch nicht. Das? Nö. Das ist cool, aber es ist auch nicht das Richtige. Das hier ist, glaube ich, das Richtige. Aber es... The hell. Das passt ja von der Farbe nicht. Ist das denn das Richtige? Ja, das ist das Richtige. So, jetzt haben wir hier unsere Treppe. Und ja, tatsächlich. Wir können ja hier so ein bisschen... Oh, ich habe die Idee. Hier machen wir jetzt das Bad rein. Da kommt noch eine richtige Tür rein. Ich mache hier schon mal noch so ein bisschen Aufteilung. Das machen wir diese Folge noch. Also, da ist die Tür zum Fitness. Dann haben wir zu unserem Kunstatelier haben wir hier so einen Durchgang. Da muss jetzt natürlich was anderes sein. Holz passt da nicht. Und in unser Badezimmer, was haben wir oben für Türen? Die klaue ich mir jetzt einfach von oben. Machen wir noch so eine Tür rein. So, weil jetzt haben wir nämlich schon wieder die Möglichkeit, jetzt können wir ja hier, wie gesagt, den Kunstraum so ein bisschen abtrennen. Hinten das Bad. Hier stellen wir zum Beispiel die Werkbank hin. Oder was weiß ich, was wir unten noch reinmachen. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten. Und ich finde, die Aufteilung ist eigentlich mal ganz cool, weil es ist mal was anderes.
Auch wenn rein theoretisch. Dass alles etwas kleiner schon reichen würde. Muss ich das hier abreißen? Nein. Dann lasse ich es lieber groß. oder ich mach's halt so. Gut. Damit hätten wir die Aufteilung, das ist gefährlich, wenn ich den Hammer in der Hand habe. Damit hätten wir die Aufteilung für den Keller auch schon mal fertig. Die Sauna ist fertig und ja, dann machen wir einfach nächste Folge mit dem Keller weiter. Wir haben jetzt jede Menge noch, was wir machen können. Und das war eigentlich tatsächlich, wir haben die Galerie gemacht. Und den Keller haben wir gemacht. Die Sauna und die grobe Einrichtung. Gott, ich bin aber auch lahm. Das stimmt schon, was manche schreiben. Aber ich muss auch sagen, ich lasse mir lieber ein bisschen Zeit und mache so, wie es mir gefällt und baue es ordentlich und bin zufrieden, als dass ich dann durchhetze und hinterher gefällt euch und oder mir das Ergebnis nicht. Das ist ja dann auch nichts wert. Und ja, ich verabschiede mich für heute erstmal wieder von euch. Morgen sehen wir uns in der Familie wieder und Samstag bauen wir dann wie gewohnt hier weiter und dann wie gesagt am Keller. Also Lieben, habt einen schönen Tag, macht's gut und bis morgen. Tschüss!